spannendes Panel zu moderieren mit den Pionieren im Bereich Crowdfunding. Wir haben heute hier besondere Gäste. Ich würde sagen, das sind wirklich die Vorreiter im Bereich Crowdfunding. Wie wir gehört haben, Crowdfunding ist ein Phänomen, was sich global eigentlich weiterentwickelt. Wir haben 2012 etwa 2,1 Milliarden Euro weltweit eingesammelt in dem Umfeld und dieses Jahr wird sich das weit mehr als verdoppeln. Und ich würde gerne die Panelisten mit auf die Bühne bitten erstmal. Kommt bitte rauf. Ja, bitte hinsetzen. So. Soll ich mal schauen, was das hier am besten macht? Ich setze mich hier so an den Rand. So. Ich darf kurz vorstellen. Wir haben vom ganzen Spektrum des Crowdfunding-Umfelds eigentlich von jedem den Hauptplayer hier. Und wir haben 50 Minuten Zeit, Case Studies zu erleben, die besten Beispiele, die Sie im Moment parat haben. Wir haben einige auch Ankündigungen hier heute, die ich noch nicht verraten darf. Und ich bin dann auch auf Ihre Fragen sehr gespannt. Ich fange an mit dem Unternehmen Startnext, Tino Kressner. Ist jetzt hier in der Mitte. Startnext ist ein Unternehmen, das letztendlich Ideen auf den Weg bringt, sage ich mal. Und hier in unserer Runde vom Volumen der Crowdfunding-Umsätze eher am unteren Ende anzusiedeln ist. Sie können dort also zum Beispiel ein Buchprojekt, ein Filmprojekt bis hin zu einer Startup-Idee mit Ihrem Publikum finanzieren. Dann haben wir das Unternehmen Innovestment mit der Christine Friedrich. Innovestment geht einen Schritt weiter, finanziert dann im Rahmen vom sechsstelligen Euro-Bereich aufwärts Unternehmen mit ihren Ideen. Dann haben wir Companisto mit David Rothert. Companisto ist auch einer der Pioniere in dem Crowdfunding-Umfeld und hat etwa denselben Rahmen wie Innovestment mit den Beteiligungen. Einen Sprung machen wir mit Jens-Uwe Sauer zum Thema Seedmatch. Sein Unternehmen macht ab sechsstelligen Bereich, also ab 100.000 Euro bis zu 1 Million. Dort können Sie mit Ihrem Unternehmen Geld einsammeln und letztendlich über ein sogenanntes Wandeldarlehen dann Ihr Unternehmen mitfinanzieren. Dann haben wir Bergfürst, Dr. Guido Sandler. Er ist, sagen wir mal, der Elefant hier in der Runde, da er mit Bergfürst mit der vollen Banklizenz eigentlich im Bereich eines neuen Marktes sich platziert im Crowdfunding-Bereich. Ich sage das jetzt einfach mal so ganz gewagt. Er wird dann persönlich selber dazu mehr erklären. Ich würde jetzt gerne den Teilnehmern einzeln kurz das Wort geben und sie bitten, kurz zu erklären, was sie besonders macht, in welchem Rahmen sich die Finanzierungen abspielen, vielleicht mit einem Beispiel, um letztendlich dem Publikum zu erklären, was machen Sie denn da eigentlich? Was wollen Sie, was bieten Sie an? Und vielleicht ist ja auch im Publikum ein oder anderes Unternehmen, das für Sie spannend sein könnte. Ich würde mit Startnext gerne anfangen. Ja, also Startnext deckt den Bereich Reward-Based Crowdfunding ab. Das heißt, die Projekte, die da online sind, sind vor allen Dingen Projekte aus der Kreativwirtschaft, können Erfindungen sein, können Journalismusprojekte sein, aber sehr, sehr stark die Bereiche Film, Musik, Buchprojekte.
immer dort, wo ein kreativwirtschaftliches Projekt vorangebracht wird. Die Durchschnittssummen bewegen sich im Bereich 5.500. Die Range geht da tatsächlich von 500 Euro bis 250.000 Euro aktuell. Und die größeren Spielfilmprojekte, die also dann mit 100 oder 110.000 Euro rausgehen, die sind noch mit an zwei Händen abzulesen. Das heißt, wir haben wirklich den großen Fokus auf die ganz vielen kleinen Projekte, die damit starten, und haben parallel zu dem Bereich Reward-Based Crowdfunding noch das ganze Thema Social Entrepreneurship aufgebaut. Das heißt, bei uns gehen Unternehmen online im genossenschaftlichen Bereich, die über dieses Prinzip Genossenschaftsanteile vergeben. Man kann also da Genosse oder Mitglied dann werden in so einer Genossenschaft. Da haben wir zum Beispiel Fernopoli drüber finanziert, die jetzt gerade in der zweiten Runde sind, damals mit 210.000, wollen jetzt bis zu 500.000 in der zweiten Runde gehen, also weitere Genossen aufnehmen. Und ein Beispiel noch aus dem kreativwirtschaftlichen Bereich: Wir hatten ein Projekt, die haben einen Kamerakran machen wollen, haben damals 20.000 Euro sammeln wollen für den Prototypen, wollten also die erste Serie damit finanzieren. Und die Resonanz war damals so groß, dass sie eben damit knapp über 100.000 Euro eingesammelt haben und jetzt damit auch ihr Startup gegründet haben, das Unternehmen gegründet haben, sitzen in der Region Kassel und haben sich sozusagen auch darüber komplett erstmal ihre Gründung finanziert. Jetzt muss man bei Startnext verstehen, da geht es eigentlich um eine Entwicklung des Presumings, also des Konsumierens, bevor das eigentliche Produkt überhaupt produziert worden ist, geschrieben worden ist, gefilmt worden ist. Das heißt, ich bin lange Jahre im Trendforschungsbereich und Marktforschungsbereich tätig gewesen. Für mich ist das eigentlich das beste Beispiel, um zu testen, ob eine Idee überhaupt funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Produkt in eine Produktionslinie bringen mit enormen Kosten dahinter. Können Sie letztendlich über Startnext testen, ob Sie überhaupt genug Kunden finden, um den Absatz zu generieren. Kommen da speziell auch solche Anfragen, um letztendlich so Produkte zu testen? Das wäre ja auch was für Unternehmen, oder? Also im Zentrum steht ja bei uns auch das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das Geld wird treuhänderisch bis zum Erfolg verwaltet. Das heißt, die Projekte selber haben kein Risiko, das einzustellen. Die ganzen Hürden sind sicherlich geringer als bei einem Crowd-Investment-Projekt vertraglich. Vieles oder der Großteil wird über die AGB einfach abgewickelt. Und häufigst kommen wirklich Kaufverträge zustande mit einer langen Lieferfrist. Das heißt, wenn dann die benötigte Deadline nicht erreicht wird, kriegt jeder sein Geld zurück. Und es sind aktuell wirklich sehr, sehr viele, die ihre Idee darüber testen. Das merkt man auch, dass viele rangehen und sagen, ich will halt das ausprobieren. Ich finde es auch nicht schlimm, dass ich scheitere. Wir haben immer positives Feedback eigentlich von allen, die gescheitert sind, die damit erfahren haben, dass sie entweder ihr Projekt noch anpassen müssen oder dass die Idee einfach nicht auf dem Markt funktioniert, so wie sie sich das vorgestellt haben. Frau Friedrich, kann man bei Investment auch Ideen testen oder prüfen Sie vorab sehr genau, was dann auf Ihre Plattform kommt? Ja, vielen Dank erstmal auch, dass wir hier sein dürfen. Es ist eine große Freude, dass so viele erschienen sind. Vielen Dank an Michael Gebert für die Organisation. Auf jeden Fall. Wir verstehen uns bei Investment als Online-Marktplatz. Bei uns sind klassischerweise viele, wir kommen eher aus dem technologischen Bereich, ich bin auf der RWTH Aachen ursprünglich und Technologie steht da so mit im Fokus. Und gerade da, also die Intention war ja, mehr Innovation in Deutschland zu fördern, Unternehmertum zu fördern, und gerade weil die Frühphase so schwierig ist, an Kapital zu kommen, weil es sich um hohes Risiko handelt, neue Finanzierungswege zu finden. Und Crowdfunding war da einfach ein super Ansatz, sehen wir als sehr, sehr zukunftsträchtig. Und direkt zu der Frage, ja, kann man, also wir als Marktplatz haben wir schon klare Listenkriterien, also die Unternehmen werden schon geprüft. Da gibt es verschiedene Indikatoren wie Geschäftsmodell, Potenzial, Marktpotenzial, Innovationstiefe. Natürlich auch das Team schauen wir uns ganz genau an. Aber am Ende soll die Crowd entscheiden. Also es ist so, dass wir zum Beispiel eine Erfolgsquote von 2/3 haben. Also wir haben bis jetzt 21 erfolgreich finanzierte Projekte. Aktuell heute sind auch 3, die gerade schon erfolgreich finanziert, demnächst abgeschlossen sind. Und uns ist wichtig, dass die Unternehmen die Möglichkeit haben, wenn sie nicht erfolgreich finanziert werden, weil es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht passiert. Also bei uns, unsere Crowd ist ja doch viele erfahrene Unternehmer, Kapitalmarkt erfahren. Die schauen sich die Unterlagen ganz genau an, weil es ist so, dass die haben ein Profil dann bei InnoVestment und stellen auch Unterlagen zur Verfügung, Businesspläne und ähnliches.
Und die Crowd schaut sich dann quasi diese Unterlagen an und sagt dann mal, okay, Bewertungen sind jetzt so hoch. Was uns wichtig ist, und das hat ja Dino Kresser auch schon gesagt, ist einfach, dass man vielleicht dann auch dieses direkte Feedback bekommt. Und deswegen gibt es bei uns am Anschluss immer eine Umfrage bei den Interessenten und bekommen dann halt genau das direkte Feedback, woran hat es dann gelegen, dass sie jetzt nicht finanziert wurden. Also wir müssen in Deutschland einfach lernen, mehr mit Scheitern umzugehen. Und Crowdfunding ist eine super Möglichkeit, einfach sich früh rauszuwagen und dann direkt das Feedback einzuholen, um dann einfach anzupassen an der geeigneten Stelle. Herr Rothart, wie viele Projekte sind bei Ihnen auf der Plattform und was unterscheidet Sie jetzt von Innovestment zum Beispiel? Ja, schönen guten Morgen von mir auch. David Rothart, mein Name, von Companisto. Ich bin Rechtsanwalt. Ich gehe auch gerne gleich mal auf die Frage ein. Mir hat nur der Herr Blume vorhin aus der Seele gesprochen. Ich komme aus Berlin und war vor circa einem Jahr hier auf einer Veranstaltung zur Finanzierung. Da war Crowdinvesting auch ein Thema, Crowdfunding, aber nicht auf dem Panel, sondern in den Gesprächen zwischen den Teilnehmern in der Pause. Ja. Und jetzt sind wir hier und haben eine Veranstaltung zum Thema. Sie sind alle gekommen. Ich denke, das zeigt, dass das in die richtige Richtung geht. Freut mich natürlich auch, weil ich selber eine Crowdinvesting-Plattform betreibe. Also vielleicht eine Frage noch von meiner Seite. Wer von Ihnen hat denn schon mal in ein Unternehmen, in ein Startup per Crowdinvesting investiert? Ja, doch schon einige. Und gibt es auch ein paar, die das noch vorhaben und noch zögern? Oder? Na ja, gut. Und gibt es auch jemanden, der es ausschließt? Ja, gut. Okay. Kurz zu uns, Companisto, wir machen Crowdinvesting, das heißt bei uns beteiligen sich die Leute an den Startup-Unternehmen, das sind nicht Projekte, sondern wirklich Unternehmen. Beteiligen bedeutet tatsächlich, dass man als Investor am Gewinn teil hat, natürlich auch an der Entwicklung des Unternehmens, am Unternehmenswert, beispielsweise wenn das Unternehmen verkauft wird, ein sogenannter Exit, dass man eben als Investor da partizipiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass es vielen Leuten auch Spaß macht, einfach in der frühen Phase sich an Unternehmen zu beteiligen. Konkret zu Companisto, wir ermöglichen Beteiligungen ab 5 Euro. Das heißt, man kann einen Anteil kaufen, wie man auch eine Aktie kaufen kann. Hintergrund sind eigentlich zwei strategische Entscheidungen zu sagen. Zum einen ist das Risikokapital. Jeder, der in ein Unternehmen investiert, trägt das Risiko, dieses Geld auch zu verlieren. Das muss jedem bewusst sein. Deswegen schreiben wir da jetzt auch niemandem vor, wie viel Geld er investieren möchte, sollte. Zum anderen ist es eben so, für die Unternehmen, die Crowdinvesting machen, und das ist auch die Chance der Finanzierungsform, ist es ja nicht nur so, dass man Kapital bekommt. Wir haben jetzt schon gehört, Feedback, wir werden sicherlich noch einige Sachen mehr hören. Aber letztendlich bekommt man eine Vielzahl von Unterstützern, ja, von Multiplikatoren, die sich an dem Unternehmen beteiligen. Und da ist es eigentlich besser, je mehr man davon hat und auch je diverser die Leute sind. Das heißt, auf Companisto findet man letztlich eine sehr heterogene Investorenschicht und letztendlich so ein Spiegelbild der Gesellschaft, was gerade dann auch interessant ist, wenn man sein Produkt testen möchte, ein Feedback bekommen möchte. Da möchte man ja auch seine Zielgruppe erreichen. Jetzt ein Blick auf Seedmatch, Jens-Uwe Sauer. Ab welcher Größe kann man auf Seedmatch investieren und wo, in welchem Rahmen spielt sich das ab? Ja, guten Morgen, Jens-Uwe Sauer. Bei Seedmatch kann man ab 250 Euro investieren. Im Schnitt investieren die Investoren etwa 800 Euro bei Seedmatch. Es gibt ein bisschen mehr als 4000 aktive Investoren und die haben alle ein Portfolio in der Größenordnung 2,5-3 Investments. Man macht das also mit dem Betrag, der nicht substanziell ist für die eigene Rente, sondern man macht das als Enabler. Und das ist mir wichtig zu sagen, eigentlich sollten ja nicht die Crowdfunding-Plattformen sitzen, sondern die Startups, weil das die mutigen Unternehmen sind, die diesen Weg gehen, die sich für diesen Weg öffnen. Auch da ist ein Scheitern letztendlich möglich bei der Finanzierung. Und eigentlich müsste man auch die Crowd-Investoren hier vorholen, weil das die Enabler sind, die mit ihrem Kapital, mit ihrem Risikoeinsatz erst ermöglichen, dass diese Ideen umgesetzt werden können und loslaufen können. Sind die meisten der Investoren auf Seedmatch auf der Suche nach einer Alternative zum Sparbuch oder zur Aktie? Oder geht es da auch um die Idee vielleicht oder um das Produkt?
Ich glaube, die Motivation ist ganz unterschiedlich. Letztendlich geht es darum, wenn man schon ein Portfolio hat, was man ja natürlich sicher aufbauen soll mit Anleihen und vielleicht mit Immobilien und was noch alles, dass man einfach den letzten 10% im Portfolio, dass man da ein bisschen Spaß reinbringt und auch ein bisschen Leidenschaft und nicht nur Finanzarithmetik. Crowdfunding ist eine sehr leidenschaftliche Form des Investierens. Man beschäftigt sich mit der Idee, man ist von der Idee fasziniert, man traut dem Gründerteam die Umsetzung dieser Idee zu. Es ist alles sehr vage, es ist alles sehr früh, man kann kein Rating treffen, man kann nicht wirklich eine Prognose geben, wie viele Fehler schafft das Team, das Gründerteam in der Zukunft zu vermeiden. Die Aussage kann man einfach nicht treffen. Also es ist alles sehr mit Risiken belastet, die muss man sich bewusst sein, wie David ja auch gerade schon gesagt hat. Aber man tut es, weil man das Produkt gut findet, man tut es, weil man eine Leidenschaft für das Thema entwickelt, weil man vielleicht selbst die Innovation wollte. Ich habe ein schönes Startup im Gepäck. Wir haben gestern ein neues großes Funding gestartet. Da geht es um die Weiterentwicklung beim Traum des Fliegens. Da gibt es also ein Gründerteam, die haben einen neuen Velocopter umgesetzt, der nicht mehr mit Verbrennungsmotoren angetrieben wird, sondern mit Elektromotoren, mit ganz neuen Sicherheitsfeatures, auch nochmal, was künftig in einer anderen Preislage stattfinden wird, also auch ein bisschen breitentauglicher werden wird und so weiter. Ja. Wie viele Projekte wurden finanziert im letzten Jahr und wann ist Seedmatch gegründet worden? Ich auch noch. Ja, Seedmatch ist in den Start gegangen vor 2,5 Jahren, das war also im Sommer 2011. Rangetastet an das Thema haben wir uns schon sehr viel früher. Also die Gründungsphase von Seedmatch selbst hat extrem lange gedauert. Wir haben da also mindestens ein Jahr verloren, weil die Gründung so komplex war und so eine sehr starke Herausforderung war, was das Rechtliche anbelangte. 5 Jahre zurück, fast auf den Tag genau, ist Lehman Brothers hops gegangen. Und im Nachgang dazu war der Markt ja sehr zurückhaltend. Business Angels haben sich sehr vornehm zurückgehalten. Es ging gar nicht mehr viel auf dem deutschen Markt. Und für mich war damals die Fragestellung, was kann man tun, um Kapital in den Markt zu bringen? Und das Witzige ist ja, dass wir auf der einen Seite viele Innovationen haben, gerade in Deutschland, sehr innovationsführend sind, auch gerade was Hardware, Hightech und so weiter anbelangt. Und auf der anderen Seite gibt es genügend Kapital. Es matcht aber nicht. Die beiden Seiten haben nicht zusammengefunden. Und die Idee von Seedmatch war also, die beiden Seiten zu matchen, zusammenzuführen. Und das war eine Zeit, da war Kickstarter in Deutschland noch gar nicht bekannt. Da ist diese Idee noch gar nicht über den Atlantik geschwappt. Und kaum jemand konnte Crowdfunding schreiben und Crowdinvesting, den Begriff gab es noch gar nicht. Ja. Man konnte die Idee nicht über Google voranbringen, weil die Idee einfach oder niemand Crowdfunding gesucht hat. Also wir sind da sehr, sehr früh in den Markt getreten und mussten extrem viel Pressearbeit auch dafür machen. Und in den letzten 2 Jahren haben wir es jetzt geschafft, 50 Projekte auf die Plattform zu schieben und davon wurden 49 erfolgreich finanziert und die mit... Ja, das Größte war mit? Das Größte war bislang Aoterra, da haben wir 1 Million eingesammelt. Da ist die Idee, dass ein Rechenzentrum nicht mehr Energie aufwendet, um die Serverräume runterzukühlen, sondern man baut die Server dort ein, wo die Wärme gebraucht wird, über einen Wärmetauscher, die Wärme, und ein Server kann sehr viel Wärme erzeugen, genutzt wird, um einen 5-Personen-Haushalt mit Wärme und warmem Wasser zu versorgen. Spannend. Jetzt haben wir zwar hier in Bayern die Berge, dennoch ist der Bergfürst in Berlin. Wie lange hat es gedauert von der Idee, bis es letztendlich losging? Also die Idee ist mir gekommen, als ich im Handelsblatt den Artikel über den Kinofilm Stromberg gelesen habe. Das war im Herbst 2011. Und da habe ich gesagt, Mensch, es kann doch nicht angehen, dass Kreativschaffende jetzt Ad-Hoc-Strukturen aus dem Boden stampfen, um 2 Millionen einzusammeln. Im Übrigen natürlich nur einmalig, weil die Stromberg-Organisation hat natürlich eine Abmahnung der BaFin bekommen, denn es ist verboten, 2 Millionen einzusammeln. Aber wenn man es nur einmal macht, kann man es tun. Das fand ich nur nicht nachhaltig, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, wie man denn die Investoren sinnhaft einbinden kann. Und wenn ich die breite Masse einbinden möchte, dann müssen wir auf der einen Seite Transparenz haben,
Deshalb machen wir auch einen relativ großen Aufwand mit Wertpapierverkaufsprospekt, Equity Story, dem Online-Webcast, wo das Management-Team sich live vorstellt, wo auch die Investoren Fragen stellen können, damit man das Team auch tatsächlich kennenlernt. Und auf der anderen Seite ist für uns ein ganz wesentliches Element der Sekundärmarkt, weil wenn ich die breite Masse einbinden möchte, dann macht es wenig Sinn, diesen Menschen ein Finanzierungsangebot zu machen, wo sie dann 5 oder 7 Jahre mitfahren dürfen, ohne die Chance zu haben, auf Marktentwicklungen, auf eigene persönliche Bedürfnisse zu reagieren und dementsprechend sich auch von einem Engagement wieder zu trennen. Deshalb haben wir uns entschlossen, auch einen Sekundärmarkt anzubieten, sodass die Investoren also ihre Aktien handeln können. Wichtig für uns ist auch, dass wir das Ganze einen Schritt weitertragen, weil alle anderen Plattformen, die hier sitzen können, de facto nur Fremdkapital anbieten, auch wenn es starken Eigenkapitalcharakter hat, indem da Kicker und Gewinnbeteiligung etc. definiert sind, aber alle, bis auf die Reward-Based Fundings, also alle, die die Unternehmensfinanzierung machen, bieten eine Form von Darlehen an, welches nach einer Laufzeit von 5 bis 7 Jahren rückzahlbar ist. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir verkaufen Aktien. Damit haben die Crowd-Investoren nicht nur das volle Verlustrisiko, sondern auch uneingeschränkt und die volle Gewinnchance einerseits. Andererseits haben sie ein Stimmrecht im Rahmen der Hauptversammlung und können vom Emittenten jederzeit sinnhaft erreicht werden über die Vinkulierung der Aktien. Dadurch ist der Name und die E-Mail-Adresse bekannt und die Unternehmen können die Mitgesellschafter in die Geschäftsentwicklung einbinden. Das Ganze muss natürlich unterlegt werden mit einer sauberen Kommunikationsstrategie. Deshalb ist bei uns standardisiert, dass die Emittenten Quartalsberichte vorlegen müssen mit einer Gewinn- und Verlustrechnung, mit einem operativen Cashflow und einem Lagebericht, dass sie Ad-Hoc-Mitteilungen veröffentlichen müssen. Ferner betreiben wir auf unserer Plattform ein Infoforum, wo Investoren sich über das Unternehmen austauschen können, aber auch in den Dialog mit dem Unternehmen treten können. Diese ganzen Informationen, die dort stehen, auf unserer Webseite zentral verfügbar, sind auch mittlerweile gespiegelt bei Wall Street Online und Finanztreff. Und da werden weitere Finanzportale sich noch anschließen, genau wie die unsere Kurse zeigen. Und für unsere Anleger sieht das Ganze dann aus wie eine Online-Bank. Also wenn Sie als Privatinvestor sich bei uns registrieren und legitimieren, dann haben Sie ein Konto, auf dem Sie Ihr Geld verwalten. Und auf der anderen Seite haben Sie ein Wertpapierdepot, in dem Ihre Wertpapiere eingebucht sind. Sie können die Performance sehen und Sie können jederzeit Kauf- und Verkauforders einstellen, die dann im Rahmen der verfügbaren Marktliquidität gehandelt werden. Wir haben am Anfang November unsere erste Emission abgeschlossen mit Urbanara. Das war ein Emissionsvolumen von 3 Millionen. Seit gut einer Woche läuft jetzt der Sekundärmarkt. Wir haben 300.000 Aktien platziert und ich bin ziemlich erstaunt, dass wir mittlerweile schon gut 50.000 Aktien gehandelt haben. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Liquidität in der Anfangsphase dorthin bekommen. Warum machen wir so große Projekte? Auf der einen Seite machen wir keine Seed-Finanzierung, weil wir sind der Auffassung, dass der Beitrag der Crowd optimal gebracht werden kann in der Phase der Markterschließung, Marktdurchdringung. Das heißt, wenn ein Unternehmen ein Produkt fertig entwickelt hat und jetzt in den Markt gehen möchte und die Unterstützung seiner Aktionäre haben möchte, ist das die optimale Phase. Das Value-Added, wie das so schön neudeutsch heißt, ist für die Unternehmen maximal und die Möglichkeit für die Investoren zu unterstützen ist auch gut. Wir sagen, wenn wir, so wie im Falle von Urbanara, 1000 Aktionäre in ein solches Unternehmen bringen, da müssen rudimentäre Strukturen da sein, es muss ein Reporting da sein, sonst gibt es keine Quartalsberichte. Das Unternehmen muss auch begriffen haben, dass Finanzinvestoren ein Informationsbedürfnis haben. Wenn ich ein Startup finanziere und in die Crowd reinrufe, wie funktioniert eigentlich DATEV, da werde ich wahrscheinlich wenig sinnvolle Antworten bekommen. Das müssen andere Seed-Finanzierer, Early Stage, im Vier-Augen-Gespräch, im kleinen Kreise machen, das kann die Crowd nicht bewerkstelligen. Aber wenn ein Unternehmen wie Urbanara jetzt zum Beispiel die Weihnachtskollektion in den Webshop gibt und seine 1000 Aktionäre anschreibt und sagt, liebe Mitgesellschafter, bitte macht in euren sozialen Netzwerken bekannt, dass die Weihnachtskollektion jetzt da ist, dann hat jeder von Ihnen mindestens 100 Kontakte in einem sozialen Netzwerk und Sie können also über 1000 Aktionäre potenziell 100.000 Menschen erreichen, ohne einen Euro für Webmarketing auszugeben. Das sind die wesentlichen Elemente. Wie viele Unternehmen möchtet ihr mit auf Bergfürst noch platzieren? Also bei uns ist natürlich der Prozess etwas komplexer als bei den anderen Plattformen, weil wir brauchen eine Aktiengesellschaft, wir brauchen einen Wertpapierverkaufsprospekt, der durch die BaFin zu billigen ist. Und wir gehen davon aus, dass wir
Also wir machen immer nur einen Deal nach dem anderen, wir machen nie Paralleldeals und wir gehen davon aus, dass wir 5 bis 10 Emissionen pro Jahr durchführen können im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Ist der Markt auch da? Klopfen genug Unternehmen bereits an die Türen, um auf Bergfürst platziert zu werden? Ja, also der Markt ist auf jeden Fall da, die Unternehmen sind da. Wir sehen in Deutschland eine Finanzierungsschwäche in der Größenordnung zwischen 2 und 10 Millionen Euro. Und genau in diesen Bereich wollen wir hineinstoßen. Und da ist eine ganze Menge an Unternehmen unterwegs, die mit uns im Gespräch sind und über Emissionen reden. Ja. Und wie ist das Geschäftsmodell? Wie verdient Bergfürst Geld? Wir verdienen an drei Stellen Geld. Die erste Stelle ist, dass wir eine reine Erfolgsgebühr für ein erfolgreich durchgeführtes Projekt von den Emittenten nehmen. Also erst wenn das Geld in der Kasse des Unternehmens ist, bekommen auch wir etwas davon, weil in der Regel warten die Unternehmen eben bis zur letzten Sekunde und bis die Reservetanknadel ganz runtergefahren ist und können vorher nichts bezahlen, sollen sie auch nicht. Wir sind da selbstbewusst. Das zweite ist, im Sekundärmarkt zahlen die Aktionäre, und das ist das Einzige, was die Investoren zahlen, zahlen die Aktionäre eine 5 Euro Flatrate im Aktienhandel. Und das heißt, wenn Sie also eine Order einstellen und Sie wollen 1000 Aktien kaufen oder verkaufen, kostet das 5 Euro. Da wir die Liquidität maximieren wollen, also möglichst viel Umsatz generieren wollen im Interesse der Aktionäre oder der Käufer und Verkäufer, ist es so, dass alle unsere Wertpapierorders teilausführbar sind. Das heißt also, wenn Sie 1000 Aktien kaufen wollen und wir können in der ersten Rutsche 500 bedienen, dann bekommen Sie diese 500 und die restlichen 500 werden dann, sobald es möglich ist, bedient. Die Ordergebühr wird nur einmal fällig pro Order. Das heißt also, auch wenn wir da 3 oder 4 Teilausführungen haben, wird nur einmal 5 Euro erhoben. Und das Zweite ist, wir bringen ja eine ganze Menge Dienstleistungen für den Emittenten. Das heißt, wir führen das Aktienregister, wir betreiben den Handel, wir machen das gesamte Reporting über unsere Plattform, wir betreiben dieses Infoforum, wo die Investoren sich austauschen können, wir führen Hauptversammlungen durch, wir wickeln Stock-Option-Programme ab, was ja hochattraktiv für die Unternehmen ist, damit sie endlich auch mal transparente Beteiligungsmodelle für ihre Mitarbeiter haben. Und all diese ganzen Themen, und dafür nehmen wir eine Verwaltungsgebühr von den Emittenten, die beläuft 0,5% des platzierten Volumens. Also bei 3 Millionen sind das 15.000 Euro im Jahr. Okay. Jens-Uwe Sauber, kannst du kurz erklären, wie nachhaltig das eigentlich ist? Ich kenne das von Trendentwicklungen, die im Markt entstehen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich ein Hype oder verändert es wirklich nachhaltig, in dem Fall jetzt das Finanzsystem? Eröffnet es eine neue Sparte? Wird die bleiben? Oder siehst du da auch irgendwie Sättigungen in irgendeinem Bereich oder Grenzen, an die ihr stößt? Ich glaube, dass wir uns noch sehr am Anfang befinden. Warum? Weil wir erst sehr wenige erreicht haben, für die das eigentlich spannend ist. Warum? Weil man eben hier an einer ganz großen Demokratisierung teilhaben kann. Wie du schon sagtest, das ist dieses Prosumer-Modell. Ich kann in der sehr frühen Phase abstimmen über ein Produkt. Ich kann sehen, wie viele Fans finde ich. Wenn ich viele Fans finde, dann finde ich auch vielleicht viele Kunden später am Markt. Man kann also darüber abstimmen, welche Projekte werden heute finanziert, um eben morgen ein Produkt am Markt anzubieten. Und auf der anderen Seite ist es eben ein sehr direkter Weg. Also man hat eben gar nicht mehr diese ganzen Finanzebenen am Markt, sondern wir haben heute einen ganz großen Trend, einen Metatrend, der heißt, ich informiere mich selbstständig im Netz und treffe dann selbstständig meine Investmententscheidung an meinem Bankschalter vorbei. Auch ein Grund, warum Banken heute hilflos nach digitalen Geschäftsmodellen Ausschau halten und die Fintech-Industrie gerade so große Sprünge macht. Ich habe gestern eine schöne Formulierung von Matthias Krömer gehört. Man braucht gar nicht viel Innovation, um sich mit ganz viel USP zu unterscheiden. Also wir brauchen nur wenig anders machen, um einfach ein neues Produkt zu haben. Und ich glaube, dass wir noch sehr am Anfang sind, dass wir noch eine viel größere Bewegung sehen werden, dann, wenn die Investoren wissen, dass die Frühphase eben auch ein gewisses Risiko verlangt und dass man dann ein gewisses Risiko auch eingehen muss. Und wenn man sich dessen bewusst ist und sein Portfolio auch aufbaut, also nicht alles in eins, sondern schön breit sich aufstellt und dann auch ein bisschen langen Atem mitbringt, dann kann das sehr wohl auch für viele Beteiligten, wenn nicht für alle, eine Erfolgsgeschichte werden. Wir haben auch gelernt, dass Unternehmen sich da vielen Fragen stellen müssen. Bei Bergfürst gab es den TV,
Chat sozusagen, Urbanara hat sich vorgestellt in einem eigenen Studio. Da stellt sich mir die Frage, trauen sich das die Unternehmen? Gerade je früher so eine Idee entsteht, vielleicht ein Produkt, was sind so die Kernfragen? Haben die nicht Angst, ihre Idee zu präsentieren und sich der Community zu stellen sozusagen? Ist da nicht Ideenklau passiert oder andere Sachen? Ja, ja, also ich glaube, das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Also wir bei Companisto haben hier jetzt auch schon 22 Finanzierungsrunden abgeschlossen, sämtliche erfolgreich. Da sieht man, wenn man auch die Zahlen von Seedmatch Investment hinzunimmt, jetzt die eine noch von Bergfürst, die eine Finanzierungsrunde, die gemacht haben, da sieht man natürlich, dass es genügend Unternehmen gibt, die sich das auch zutrauen. Letztlich ist es ja auch Teil des Unternehmertums, sich mit seinem Produkt und mit seinem Angebot dem Markt zu stellen. Das bringt heutzutage auch nicht viel. Ich sage mal, in dem Moment, wo ich mit einer Plattform online bin, wo ich eine Internetseite betreibe, kann mich immer jemand mit sehr, sehr viel Geld kopieren. Ja, also es ist auch nicht so, dass man sagt, ich warte hier im Heimlichen und kann das bis zum Schluss vorbereiten. Diese Option gibt es nicht. Irgendwann muss man rausgehen und letztendlich kann man so auch im Internet dokumentieren, dass man First Mover ist. Wenn ich als Erster mit der Idee dokumentiert über ein erfolgreiches Crowdinvesting letztlich in den Markt gehe, dann ist das ja auch ein First Mover Aspekt. Nur weil noch ein paar Dinge angesprochen wurden von Herrn Sandler, also ich möchte das noch mal klarstellen, es ist natürlich so, dass bei diesen Plattformen, die nicht wie Bergfürst Aktien handeln, die Leute genauso an Gewinnen teilhaben und auch an der Unternehmensentwicklung. Das ist ganz klar. Letztendlich hat das ja auch selber ein bisschen gesagt, das ist eine Online-Bank und es gibt Crowdinvesting. Crowdinvesting lebt natürlich auch von Dynamik. Ja, es geht darum, dass ich die Menschen hinter dem Investment kennenlerne, dass ich mitbekomme, wie sich das entwickelt und dass ich einen schnellen Zugang auch habe dazu. Deswegen, es gibt ganz unterschiedliche Modelle, was uns, glaube ich, alle eint, ist der Innovationstrieb, dass wir Unternehmen in der frühen Phase eben auch fördern. Wir haben als Plattform die Möglichkeiten, eben auch Gründer zu unterstützen, die in der früheren Phase sind, die meinetwegen sich jetzt nicht eine initiale Kosten von 200.000-300.000 Euro leisten können. Ja, da gibt es ja sehr viel Innovationspotenzial, was ja verloren geht, gerade deswegen, weil in der frühen Phase kein Kapital zugänglich ist. Und letztendlich muss man sagen, auch Business Angels investieren ja, und das möchte ich auch nochmal mitgeben, also das Investment in ein Startup sollte nicht dadurch getrieben sein, dass man glaubt, man kann damit in kürzester Zeit eine hohe Rendite erzielen. Ja, dann müssen sie eben Aktien kaufen. Aber, Business Angels, die in Startups investieren, die investieren auch nicht 3 Monate lang, sondern das ist ein Commitment, dass man in der frühen Phase sich beteiligt und eben dann hofft, dass es eine gute Unternehmensentwicklung gibt. Ganz kurz ans Publikum, bereiten Sie sich vor, ich möchte gleich 3 Fragen rauspicken, vielleicht überlegen Sie sich schon mal, was Sie gerne stellen würden. Guido. Also ich halte die Präsentation im Web des Management-Teams für ein ganz zentrales Element, weil jeder Venture Capitalist schaut sich das Management-Team genau an, bevor er investiert. Und Papier ist geduldig, da kann man viel draufschreiben und wir sind eben der Auffassung, dass wir eine Struktur schaffen müssen, die den Privatanleger auf Augenhöhe mit Venture Capitalisten stellt und deshalb eben klar Eigenkapital und deshalb auch die hohe Transparenz. Wir sagen, jeder Venture Capitalist macht eine Due Diligence, bevor er Aktien kauft. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass man einen Wertpapierverkaufsprospekt braucht, damit jeder auch grundsätzlich die Möglichkeit hat, sich die Dinge im Detail anzuschauen und den gleichen Informationsstand hat wie alle anderen auch. Der Webcast, den wir für Urbanara gemacht haben, in der in grob in 3 Elemente gegliedert ist, Vorstellung des Managementteams, Vorstellung des Unternehmenskonzepts und Vorstellung der Unternehmensplanung, ist für Investoren besonders wichtig, weil sie sich den Eindruck verschaffen können, ist dieses Managementteam kompetent, traue ich denen das Ganze zu, können die geradeaus gucken, können die eine Frage beantworten, stecken die in den Themen drin. Wir haben ja auch am Ende das Element, dass Fragen live gestellt werden, die während der Präsentation schriftlich eingereicht werden, sodass man sich einen Eindruck verschaffen kann, vertraue ich diesem Team und möchte dementsprechend meine Anlageentscheidung treffen. Ich glaube, das macht jeder Venture Capitalist und das ist zumindest eine Möglichkeit, auch wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist, sich einen ganz guten Eindruck zu verschaffen, wie die Leute ticken und das ist ein ganz wesentliches Element der Anlageentscheidung.
Gibt es da auch ein gewisses Risiko, wenn man, du hast das Beispiel mit Stromberg genannt, es sprießen jetzt so Plattformen aus allen Ecken und Enden und letztendlich die begeisterten Investoren wollen natürlich auch investieren, partizipieren, aber wenn da die BaFin mal drüber schaut oder andere Regulierungen, kann da nicht einfach der Hahn dann abgedreht werden bei manchen? Wo sind so kritische Risiken auch für die Crowdfunding-Investoren zum Beispiel, als auch für die Startups natürlich? Ja, ich fange mal gleich an und übernimmst du gleich. Ich meine, kritische oder die Risiken sind natürlich, dass man das Geld verlieren kann. Das ist klar. Und es ist ja eher so, das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen, wenn wir über Regulierung und dergleichen sprechen. Wir sind in Deutschland First Mover. Schauen wir einfach mal in die Vereinigten Staaten. Da wird jetzt eine Gesetzesänderung herbeigeführt, einfach deswegen, um Crowdinvesting zu ermöglichen. Hintergrund ist, es gibt eine uralte Regulation, die besagt, dass nur akkreditierte Investoren in Startups investieren dürfen. Ja, das ist aus den 30er Jahren, ist also aus einer anderen Zeit, hat auch nichts mit Crowdinvesting zu tun. Und deswegen gibt es in den USA noch nicht das Crowdinvesting, wie wir es hier haben. Also, dass man tatsächlich sich an Unternehmen beteiligen kann über so eine Plattform. Und was wird gemacht? Ja, der Gesetzgeber, Demokraten und Republikaner einheitlich, kommt auch nicht so oft vor, haben im Rahmen des Jobs Act ein Crowdinvesting-Gesetz verabschiedet, um es positiv zu ermöglichen. Ja? Deswegen möchte ich mal mitgeben, wenn man immer darüber spricht, dass man von Regulierung redet. Wir können erstmal froh sein, dass wir es hier machen können. Ja? Andere müssen die Voraussetzungen erst schaffen. Das Risiko nach wie vor ist, dass Unternehmen scheitern, dass Investoren ihr Geld verlieren. Da kann ich aber auch die Statistik gerne mal andersrum bedienen, weil gerne gesagt wird, ja, von so und so viel Startups Prozentsatz X scheitert, bedeutet aber auch, Prozentsatz X wird erfolgreich sein. Und anderes wird auch nicht versprochen auf einer Plattform. Ja, Sie müssen sich bewusst machen, jeder, der auf einer Plattform investiert, trifft, wie der Jens-Uwe Sauer auch schon gesagt hat, seine eigene Entscheidung, ob er investieren möchte oder nicht. Es ist kein Anlageberater da, es ist auch kein Bankberater da oder sonstiger, der Ihnen empfiehlt, was Sie tun sollen, sondern Sie können sich das Unternehmen angucken, es gibt einen Videopitch, Sie können Fragen stellen, die werden beantwortet, Sie finden die Informationen und dann entscheiden Sie selber, ob Sie das machen möchten oder nicht. Und am Ende, selbst wenn, das möchte ich auch nochmal sagen, am Ende, selbst wenn es dann dazu kommen sollte, dass Sie das Geld verlieren, ja, was zum Beispiel beim Companisto im Schnitt 250 Euro sind pro Investor, der Jens-Uwe hat es schon gesagt, das sind keine Beträge, die jetzt existenzgefährdend sind. Was bleibt ist, und das ist auch die große Chance vom Crowdinvesting, ein ganz neuer Zugang auch zum Thema Unternehmertum. Ja, Crowdinvesting ist Unternehmertum live. Man kann miterleben, wie Leute eine Idee haben, wie sie was gründen, wer dahinter steht und man verfolgt diese Entwicklung. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt hier, weil es wird nicht jeder geboren und wacht auf und sagt, ich werde Unternehmer. Gerade junge Leute nicht. Bei Companisto sind zum Beispiel 8% der Leute sind zwischen 18 und 21 Jahren jung, die in Startups investieren. Das sind vielleicht 10 oder 20 Euro oder 50, aber es ist vollkommen egal. Zum einen bringen die sich ein mit Input und zum anderen haben die erstmal einen Zugang zu dem Thema Unternehmertum. Wie wird man Unternehmer? Wer ist Unternehmer? Und sie stellen auch fest, dass andere auch nicht zum Unternehmer geboren sind, sondern eben diesen Schritt gewagt haben und letztlich kommen wir darauf zurück, das Risiko eingegangen sind. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Chance insgesamt fürs Crowdfunding. Und neben dem spekulativen Risiko sozusagen, das jeder Investor eigentlich mit sich bringt, von der Plattform an sich, ja, genau, sozusagen. Darauf würde ich gerne eingehen. Also man kann sagen, wir haben absolute Rechtssicherheit, was die Projekte anbelangt. Da haben wir uns natürlich lange und ausgiebig darum gekümmert, dass wir einen Vertrag haben, der hier auch langfristig funktioniert und wo niemand gegen die Wand läuft. Und wir haben auch Rechtssicherheit, was die Investoren anbelangt. Die BaFin kennt unsere Verträge, sie kennt die aktuellen Verträge, sie gibt Feedback inhaltlich zu diesen Verträgen. Also da muss man an der Stelle keine Sorge haben. Das funktioniert momentan mit dem partiarischen Nachrangdarlehen bei uns. Wie Herr Sandler schon sagte, ist es kein Darlehen, es ist kein Equity, es ist etwas dazwischen, ist aber einfach der Unternehmensphase geschuldet. Wir haben nicht die Möglichkeiten, die es in England gibt, mit Optionen zu arbeiten. Wir sind ein bisschen regulierter als England.
und mussten da eben als Enabler auch einen Weg finden, wie sich das Ganze umsetzen lässt. Und das ist das partiarische Darlehen, was man eben sehr gut ausgestalten kann, wo man viele Dinge beachten muss, um es richtig zu machen. Da geben wir uns jeden Tag größte Mühe. Und damit funktioniert das an der Stelle ganz gut. Jetzt ganz kurz ins Publikum. Wo ist die erste Frage? Hat jemand eine ganz brisante? Hier hinten, Stefan Lemper. Sag kurz deinen Namen, welche Company? Okay. Hallo, mein Name ist Stefan Lemper von US Now, dem Inkubator der Scout24. Was mich interessieren würde, ist es ja üblicherweise so, jedes Unternehmen braucht eine Folgefinanzierung, klassische Investoren treten ein. Üblicherweise gilt Pay to Play, das heißt, ich muss mitziehen, um weiter Vorzugskonditionen zu haben. Das verstärkt sich, wenn wir hier kein Eigenkapital haben. Meine Frage ist, wie wird sichergestellt, dass die Stellung der Investoren auch in Folgefinanzierung gehalten bleiben und es nicht zu Nachteilen kommt? Also das ist bei uns bei Bergfürst relativ einfach. Das Vertragswerk sieht vor, dass die Aktionäre einen Verwässerungsschutz haben. Das heißt also, wenn eine Kapitalerhöhung durchgeführt wird, dann kann die Crowd, die Aktionäre auch im Rahmen eines Bezugsrechts ihre Quote ausüben und dementsprechend ihre Beteiligungsquote halten. Okay. Ja. Ganz kurz, Christine. Also ich würde gerne noch die Gelegenheit kurz nutzen, auch noch mal ein, zwei Sachen aus meiner Sicht wichtig darzustellen. Wie jetzt zum Teil schon auch von meinen Kollegen gesagt wurde, ist, wir sind in einer sehr frühen Phase und sie sind ja hier auch aus sehr, sehr unterschiedlichen Feldern mit sehr, sehr unterschiedlichen Motivationen. Und wir, wie gesagt, als Pioniere vielleicht der Crowdfunding-Branche haben unsere ersten Erfahrungen gemacht und setzen auch die ersten Anpassungen durch. Und das Ziel soll sein, dass man wirklich in allen Lebenszyklen eines Unternehmens, in eines Projektes die Crowd mit hinzufügen kann, in welcher Form auch mit an Bord nehmen kann. Das kann und die Herausforderung ist halt, und deswegen arbeiten wir bei Innovestment zum Beispiel an einer Lösung, dass man alle als Teil eines Ökosystems alle Leute mit an Bord nehmen kann, also sowohl Leute, die vielleicht Gründungsberater oder so, die so und so näher am Unternehmen dran sind, aber auch gerade auch Universitäten. Deswegen gerade Unternehmen vor Prototyp ist es sehr schwierig, auf einer Crowdfunding-Plattform zu platzieren. Einige von Ihnen, die vielleicht bei den Plattformen beworben haben, haben vielleicht festgestellt, schade, es soll doch Seed-Finanzierung sein, aber ich habe leider noch keine Umsätze und deswegen werde ich vielleicht abgelehnt. Und um solche Dinge zu ermöglichen, ist es vielleicht gut, dass man einfach so Grey-Label hat, wo technologische Universitäten, an denen wir gerade arbeiten, die Möglichkeit haben, ihr Alumni-Netzwerk zu aktivieren und die Gründerregion, um in dieser frühen Phase die ersten 30.000 oder 40.000 Euro zu investieren. Und eine Sache, auf die ich gerne noch reagieren wollen würde von Herrn Sandler, die Sache mit dem Eigenkapital. Also wir haben auch Mezzaninkapital, Genussrechte, wir werden mittelfristig stille Beteiligung auf Genussrechte umstellen, weil wir uns auch breiter aufstellen wollen Richtung Mittelstand, auf jeden Fall ist ein Thema. Kommt ja klassischerweise aus dem Startup-Bereich. Und wir reden auch mit Banken und auch bekannte Banken, die sagen, okay, für uns ist es als Eigenkapital bilanzierbar. Deswegen ist es für uns eine Option, wenn für uns ein Unternehmen kommt, was eigenes Eigenkapital nicht vorhanden hat, dass es über Crowdfunding dieses Eigenkapital mitbringt. Und ich wollte das deswegen hier alles nur noch mal kurz andeuten, weil wir schon wieder in diese technische Diskussion über Klauseln in Verträgen rutschen. Und ich glaube, wir sollten so die Gemeinsamkeiten vielleicht auch herausstellen und schauen, wo können wir gemeinschaftlich auch heute, diesen Tag, an der einen oder anderen Stelle arbeiten und auch wir als Plattform von Ihnen das wertvolle und wichtige Feedback bekommen, das wir brauchen, um also nachhaltig einfach so ein neues Modell aufzubauen und ja, also wirklich als alternative Finanzdienstleistung auch anerkannt zu werden. Leider läuft uns die Zeit davon so ein bisschen. Sie sehen, das ist so ein spannendes Thema. Wir werden ja heute im Laufe des Tages noch mehr eintauchen können. Aber ich muss sagen, sozusagen, obwohl wir natürlich gewisse Risiken haben bei so einer Entwicklung, eröffnen eigentlich diese Unternehmer hier in unserer Runde wirklich ganz neue Wege der Finanzierung für Startups. Ich sehe das als ganz große Chance. Und es ist nicht sozusagen umsonst, dass Sie auch ihr alle hier sind. Es tut sich was im Markt. Deutschland ist in dem Fall wirklich einer der Vorreiter weltweit und diese Chance, die können wir eigentlich nutzen. Und ich fühle mich hier so ein bisschen wie auf der Couch von Wetten, dass die Gummibärchen fehlen, aber es ist so eine gemütliche, unterhaltsame Atmosphäre. Und was ja Wetten, dass immer ausmacht, ist so die Saalwette oder die Stadtwette. Und deswegen würde ich sozusagen an Sie appellieren und sagen, Wetten, dass
wir nächstes Jahr wieder hier in München sind mit dem Crowdfunding-Diskussion, mit noch besseren Cases und ich hoffe, Sie unterstützen uns alle dabei. Vielen Dank. Von meiner Seite.